Assalamu alaikum. Wer in Deutschland lebt und arabische Literatur benötigt, der hat oft Anschaffungsprobleme. Entweder sind diese Bücher nicht lieferbar oder es befindet sich gerade keiner der Freunde und Verwandte im Ausland, der ihm diese Bücher besorgen kann. Oder die Bücher sind so überteuert hier in Europa zu kaufen, dass einem die Lust dabei vergeht oder das nötige finanzielle Mittel gar nicht da ist. Ich habe für mich eine Lösung gefunden, die recht preiswert ist und ja, auch in der Qualität muss man nicht viel einbüßen. Sie ist preiswert, sie hat gewisse Anschaffungskosten, aber das zahlt sich mit der Zeit aus. Wenn man regelmäßig Bücher druckt oder Dokumente ja, in gedruckter Form benötigt, dann lohnt es sich auf jeden Fall und die Qualität ist auch nicht schlecht. Und diese Ausstattung besteht aus einem bestimmten Drucker. Das muss nicht der gleiche Drucker sein, aber etwas in dieser Preisklasse mit diesen Laufkosten oder ja, und ein Buchbindegerät und eben die Umschläge zur Bindung und das Druckerpapier und so weiter, was halt dazu gehört. Ich zeige euch ein Beispiel dafür. Ein Beispiel hier. Das ist in DIN A4. Ihr seht, das ist Hardcover. Und die Bindung ist sehr stabil, also da die Blätter können da nicht rausfallen. Hier ist nämlich eine Stahlschiene drin, die das Ganze festhält. Das gibt es in verschiedenen Farben, in Rot, in Schwarz, zum Beispiel hier, und in verschiedenen Größen. Wie man sehen kann, ist das schwarze Buch etwas dicker als das rote. Drinnen befindet sich ganz normales Druckerpapier, aber kann sehen, dass die Bindung wirklich gut ist und es ähnelt den gedruckten Büchern, den typischen Büchern, die man auch auf dem Markt findet. Den Deckel kann man beschriften, wenn es nötig ist, mit einem ganz einfachen Stift hier. Ich benutze die hier von Edding. Damit kann man die ganz gut beschriften. Schmiert auch nicht. Verblasst da ebenfalls nicht mit der Zeit. Zumindest habe ich das noch nicht gemerkt. So, was braucht man dafür? Drucken muss nicht immer günstig sein. Aber ich habe zum Beispiel einen Drucker von Samsung. Es ist ein etwas älterer Drucker. Ein Laserdrucker. Der kostet einen Toner um die 20 Euro. Und dieser ist in der Lage, bis zu 10.000 Seiten auszudrucken. Das ist sehr günstig. Also ich glaube, das ist unter dem, die Kosten hier sind unter dem Standard. Ich zeige euch auch mal den Drucker kurz. Die Druckkosten hier bleiben sehr geringfügig, was das häufige Drucken eben möglich macht. Danach braucht man ein Buchbindegerät und die dazugehörigen Umschläge. Das zeige ich euch auch jetzt gleich. Hier seht ihr noch zwei weitere Vorteile dieses Druckers. Zu einem ist er recht schnell im Drucken. Und die andere Sache ist, dass er eine Duplex-Funktion hat. Das heißt, er bedruckt die Vorder- und Rückseite automatisch. So erspart man sich den manuellen Einzug. Ebenfalls erspart man sich damit viel Zeit und manchmal auch Kosten, wenn dabei etwas falsch zuläuft, dann muss man das meistens nochmal neu drucken. Bei diesem Drucker hat man das Problem nicht. Die ganze Ansammlung, wie ihr sehen könnt, dieser Bücher, ist fertiggestellt. Es gibt natürlich auch diese Methode hier. Die Ringbindung, aber ich persönlich finde, das wirkt nicht so originell.
Und wenn man das im Copyshop machen lässt, ist das auf der auf Dauer auch nicht besonders günstig. Das hier ist die Buchbindemaschine von Leitz mit der Modellnummer 280. Es gibt nämlich noch ein weiteres Modell, das ist etwas kleiner. Ich persönlich habe aber diese Variante genommen, die etwas teurer ist, weil sie einfach mehr Blätter zusammenbinden kann. Man kann es hier sehen. Die kann bis zu 280, also eigentlich gehen da auch bis 300 Blätter, zusammenpressen. 300 Blätter, wenn beide Seiten bedruckt sind, sind das 600 Seiten, 600 bedruckte Seiten. Das Gerät ist ein bisschen teuer, man kann es aber gebraucht finden. Es ist aber sehr stabil und hochwertig. Ich werde euch gleich zeigen, wie man die Bücher dann zusammenbindet und wie schnell das geht. Auf jeden Fall ist das viel billiger dann auf Dauer, wie gesagt, als das ständige, die ständigen Kosten, die im Copyshop entstehen, wenn man dorthin geht und sich die Bücher minderwertig zusammenbinden lässt. So, ich habe jetzt ein Buch gedruckt hier. Es besteht aus 231 bedruckten Seiten. Jetzt zeige ich euch, wie man dieses Gerät hier verwendet. Wir müssen erstmal diese Blätter ein bisschen sortieren. Hier kann man jetzt messen, was für einen Umschlag man benötigt. Wir brauchen einen Umschlag mit ca. 14 mm. Den werden wir jetzt holen. So, ich habe jetzt hier ein paar Umschläge in der Größe 13 mm. Ich kaufe sie mir immer so in Kartons. Das ist manchmal günstiger, als sie einzeln zu kaufen, zumal hat man sie dann in einem gewissen Vorrat da. Da müssen wir mal schauen, ob das reinpasst. Hier seht ihr auch jetzt diese Schiene in Weiß. Die wird halt später dann durch die Maschine zusammengepresst, sodass die Blätter dazwischen eingeklemmt werden. Und dann schauen, ob das hier reinpasst. Passt rein. Okay, jetzt müssen wir das hier reinstecken in diese Öffnung. Wenn das jetzt hier drin ist, dann kann man das einmal diesen Hebel runterdrücken. Das ist ein bisschen schwer. Und macht das, bis dieser rote Fleck hier grün wird. So. Und wie ihr sehen könnt, ist das Buch jetzt gebunden.